Okay, zurück bei Resident Evil. Das letzte Mal haben wir eine nette Begegnung mit Lisa und jetzt haben wir diesen Brunnen abgelassen und können, ja, ich kann es schon sagen, in den letzten Abschnitt des Spiels. Es dauert zwar noch bis zum Ende hin, aber das ist das letzte Gebiet. Schild steht, öffnen nur mit im Notfall nötig möglich. Liegt wieder Farbband und eine Objektbox. Gibt es noch etwas, bevor ich ablege? Nee. Wieder Kerosin. Ich höre auch schon Zombies. Geh weg. Okay, der steht nicht mehr auf. Aber ich höre noch einen. Ey, nicht nachladen! Boah, und jetzt hat er nicht. Okay, ich dachte schon, er hat eine Granate. So, ich werde aber zurückgehen und mein Kerosinkanister mitnehmen. Das Blut rinnt aus. Okay. Und wenn ich schon zurückgehe, kann ich auch die grünen Kräuter mitnehmen. Mist, jetzt habe ich hier zwei Dolche verbraucht. Ich habe 8 Blendgranaten. Extrem. Ich weiß nicht mal, ob es im ganzen Spiel noch 8 Zombies gibt. Weil ich kann ja, glaube ich, die Verteidigungswaffen nur gegen Zombies benutzen. Nein, warte. Gegen Hunter habe ich den Dolch auch benutzt. Aber Blendgranaten weiß ich jetzt nicht. Den steckt mir ja ins Maul. Irgendwie. Egal, wir werden es sehen. Was wollte ich mitnehmen jetzt? Bin ich doof? Achso, den Treibstoffkanister. Damit ich die Zombies hier verbrennen kann. Sicher brauche ich das. So. Nummer 1. Nummer 2. Sicher brauche ich das. So. Gehen wir weiter. Habe ich denn jetzt hier alles geholt mit den Kräutern? Nee. Das ist zu anscheinend, oder? Elektrisches Verriegelungssystem. Eine weitere Modiskette. Habe ich jetzt alles? Ja. Ich werde aber nochmal zurückgehen, um die Modiskette zu holen und um den Kanister aufzufüllen. Ah, hier kann ich den Kanister aufnehmen. So. Kette. Ich habe noch die Selbstverteidigungswaffe. Die wird später noch wichtig.
So, gehen wir runter. So, hier höre ich zwar einen Zombie, aber den weiß ich, dass der in diesem oberen, also von diesem Viereckraum, ist er hier oben. Den kann ich leicht ausweichen. So. Was haben wir hier? Erstmal ein Erste-Hilfe-Paket. Eine Mischung aus zwei grünen Kräutern. Zwei Türen, drei Türen. Hier muss man eine Türschlüssel. Wenn sie eine. Ja, okay. Was sagt die Karte? Dass diese zu ist anscheinend. Aber diese offen. Was haben wir hier? Erstmal Röntgenbild. Das ich hier anscheinend einsetzen kann. Noch ein Röntgenbild. Ein Memo auf dem Notizbrett erregt Ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Ich kenne natürlich das Rätsel schon. Lungs, Esophagus, Liver, Stomach, Large Intestine, Small Intestine, Intestine und Colon. So, wenn wir das jetzt kombinieren, haben wir hier den, ich sag mal, Enddarm, die Luftröhre, kann man nicht anders anordnen, die Leber und die Lunge. Nein. So, schauen wir es doch nochmal an. Die Anfangsbuchstaben von dem, was dort steht. Also, der Enddarm war Colon, C, dann die Luftröhre E, die Leber L und die Lungen L. Also, wenn man das zusammensetzt, Cell. So. Brief des Forschers. 8. Juni 1998. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hol bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls auch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in die Kellerentage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in ein Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen, doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada, liebe John. Also wir brauchen den Namen von ihm, von ihr,
für das Passwort, für das erste Passwort, nämlich John und Ada. Also mit John hat er gesagt, ist das Benutzername und Ada soll das Passwort sein. Und das zweite Passwort für die zweite Sicherheitsetage ist Cell. John Ada, ja, genau. So, jetzt habe ich... Doch, einen Platz habe ich schon noch. Ey, da ist er ja. Verdammt. Muss ich dann doch zurück? Nein, ich bin noch ein Kanister. Bist du eigentlich schon? Ja gut, dann mag ich dich auch noch. Pack mich, pack mich. Geht schon. Ja, genau. Denn jetzt... Bam! Ist der Kopf auch weg? Brauche ich keinen Kanister benutzen. Welche Tür war jetzt offen? Diese beiden nicht. Die Tür ist verschlossen. Nein, da hat Hochspannung. Ah. Hier brauche ich es. Und hier. Auch. Und diese Tür ist offen. Etwas. Magnum Munition. Oh, jetzt habe ich auch keinen Platz mehr für irgendetwas. Da liegt etwas. V-Akt, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirtes beeinträchtigt. Der Körper des Wirtes geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-Akt gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Aha, Crimson Head. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Okay. Das war dann der eine Crimson Head, den wir im Sarg gefunden haben. So. So, da ist der Computer. Ich schau aber nochmal hier. Toll, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das war so klar. Blendgranate. Na gut, dann schauen wir mal zum Computer. Also, einloggen mit John. Enter. Und Passwort ist A. Da. Verified. Basement Door Lock Operation Select Floor. Ja, die beide. Ah, okay. Und hier brauchen wir Cell. Permission granted. Das ist wo? Ah, ich weiß schon. Das ist dort, wo wir die ersten beiden Zombies hier unten getötet haben. Wo ich sie verbrannt habe. Gut, und jetzt noch den dritten und Geschoss. Ah, das ist... Ja, ich weiß schon, Gut. Dann sehen wir erstmal oben nach, weil ich muss sowieso oben etwas ablegen.
Oh, ich habe keine Zeit eingestellt. Gut, sagen wir. Geh zurück. So. Was sagen wir? Sagen wir 10 Minuten. Das ist schon wirklich großzügig. Ich glaube, ich habe schon mehr gespielt zwar. Aber die letzten Folgen sind, glaube ich, immer 1 oder 2 Minuten zu früh ausgewesen. Deswegen. Oh, ich dachte schon, hier wäre ich doch ein Crimsonhead, obwohl ich sie verbrannt habe. Weiß das nur meine Kleidung, die so reibt? So. Ich finde aber auch so extrem viel Heilzeug. Obwohl ich es gar nicht brauche. Munition wäre mir, glaube ich, lieber. Apropos Munition, wie sieht's aus mit? Legen wir mal das ab. Dann die Magnum-Munition. Hier. Und wie sieht's jetzt aus mit Gewehr? Komm. So, und hier oben? Also hier oben ist gut. Wir sind im Untergrund. Aber in diesem oberen Stockwerk von hier müsste das jetzt offen sein. Jawohl. Oh, schon wieder etwas zum Aufsammeln. Ist nicht so, als hätte ich schon wenig Platz. Und noch eine Diskette. Jetzt habe ich gar keinen Platz wieder mehr. Boah. Eine Leinwand für einen Filmprojektor. Ja, sehr schön. Schrotgewehr-Emotion. Zumindest kann ich das stapeln. Ist ja auch schon mal was. Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss. Heliport nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Boah, die machen keine Ausnahmen, hm? Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher. E. Smith, S. Ross, A. Wesker. Muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. A. Wesker. Etwa der Wesker von unserer Einheit? Der Albert Wesker? Naja. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum mit... Was? Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabeterminals des einzelnen Abteilungen... In den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern von Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode Ausgabe Terminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabe Terminals ist Chefforschern mit entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Puh. Ganz schön viele Regeln hier. Vor allem, dass Menschen einfach geschossen werden, wenn sie zum Heliport gehen. Ist heftig. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39 Severus. FI-03 Neptune.
MA121 Hunter, T002 Tyrant, Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Erkennt ihr den ganz rechten? Sonnenbrille, glatt gegelte Haare. Entwicklungsteam 834170623. So. Brauchen wir jetzt aber nicht. So. Hier gibt es aber, glaube ich, irgendwo. Eingabegerät für Passcode. Nein, nicht verwenden. Weil ich keinen Code noch habe. Den bekomme ich erst später. Im Prinzip kann ich aber schon wieder zurückgehen. Weißt du was? Ich werde den Brennstoffkanister wieder ablegen. Es ist doch ein Platz mehr und selbst wenn sie zu Crimesnets werden, ist es mir egal. So. So viele Zombies werden es dann auch nicht mehr sein. Wie gesagt, wir sind schon ziemlich am Ende des Projekts oder des Spiels. So, hier unten ist noch eine Tür offen. Oder wurde eine andere auch geöffnet? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ne. Aber ich gehe nochmal in diesen Raum zurück, weil hier war noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Und selbst wenn, jetzt kommt es mir erst, selbst wenn ich noch auf Zombies treffe, ich habe noch Blendgranaten. 8. Da schieße ich den Kopf hundertprozentig weg. Was haben wir hier? Ein grünes Kraut. Toll. So. Jetzt habe ich aber alles. Aber komisch, in diesem Gang müsste es auch noch etwas geben. Alles? Alles. So, dann suchen wir mal den Raum, der geöffnet wurde. Oder, ja, also reingehen tun wir noch. Vielleicht ist da noch ein Zombie, den erschießen wir. Wenn einer ist, wenn nicht. Moment. Höre ich einen? Ich höre etwas. Aber ist das ein Zombie? Okay. Und mit diesem schönen Bild werde ich mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil. Also, ciao!